Super, prima. Komm, schick, komm, schick. Stehen bleiben. Wenn man mit Hund irgendwo in der Reihe steht oder mit zwei Hunden, das macht mehr aus als mit 20 Menschen. Drei Polizei bleiben stehen. Drei Polizei bleiben stehen. Polizeioberkommissar Rüdiger Müller hat einen neuen Diensthund. Beziehungsweise soll das mal einer werden, wenn er groß ist. Champ, ein belgischer Schäferhund, ist gerade 5 Monate alt und beginnt seine Ausbildung bei der Polizei. Über das Welpenprogramm konnte Rüdiger sich seinen zukünftigen Kollegen sogar aussuchen. Der Züchter hat gesagt, ich soll mir den Wurf mal anschauen. Und der kleine Kerl war eigentlich der Erste, der mir ins Gesicht gesprungen ist und mein Gesicht abgeleckt hat. Ja, und dann war es eigentlich schon so, dass ich gesagt habe, okay, das passt, den nehme ich. Er ist sehr groß. Also man konnte schon als Welpe sehen, dass das ein großer Rüde werden wird. Und das hat sich bisher auch bewahrheitet. Also er ist ja noch lange nicht ausgewachsen und der wird also sehr, sehr kräftig und sehr, sehr groß werden. Super! Hey! Ein wichtiges Unterrichtsfach in der Grundschule der Polizeihunde ist das Umwelttraining. Champ soll viel sehen und lernen, sich in einer unbekannten Umgebung sicher zu bewegen. Nicole Widor ist Ausbilderin bei der Hundestaffel in Braunschweig. Jetzt geht's los. Nehm, kibbel ruhig weiter. Kibbel ruhig weiter. Genau. Genau. Versuch mal, ihn runterzukriegen. Na komm, alles gut. Ist er auf dem Boden? Ja, sieht er dann auch nicht. Alles bestens. Aus Champ soll ein Schutzhund und später ein Spezialist für die Rauschgift- oder Sprengstoffsuche werden. Er muss lernen, sich hundertprozentig auf eine Sache zu konzentrieren. Genau. Alles gut. Dass er da gar nicht so drauf eingeht, ne? Ja, ja. Ignorieren, ne? Ja. Fein, fein. Aber Zug hat ihn nicht interessiert. Deswegen habe ich ja gesagt, mach weiter, Bewegung drauf. Ne? Er muss ja gar nicht, muss ihn gar nicht mit der Nase drauf stoßen, da fährt jetzt ein Zug weg. Wenn alles klappt, wird Champ in einem Jahr Rüdigers Diensthund und sein alter Hund geht in Rente. Das ist ja alles normal, alles gut. Nur erfahrene Hundeführer bekommen ihren vierbeinigen Partner schon als Welpen. Die meisten übernehmen ihre Diensthunde erst nach der Grundausbildung mit etwa einem Jahr. Also Champ ist auf jeden Fall ein völlig anderer Typ als mein jetziger Diensthund.